Hallo liebe Klemmersteinfreunde, ich bin Axel von Steinreich TV und wir brauchen mehr Mittelalter-Sets, hat die Welt beschlossen. Und zwar nicht nur von Bluebricks gibt es jetzt zahlreiche neue Sets, auch Lego hat wieder Mittelalter-Sets, hat die große Burg und die Creator-Burg und solche Sachen. Und Morg hat ein paar Sets rausgebracht und auch ein anderer deutscher Anbieter, nämlich der Steinchenshop bzw. deren Klemmbausteinmarke Probricks. Die haben auch ein paar Mittelalter-Sets rausgebracht und davon habe ich mir jetzt eins auf den Bautisch geholt und das möchte ich jetzt mit euch zusammen bauen. Schauen wir mal kurz rein, was ich hier in dem schönen braunen Umkarton habe. Nochmal ein Karton. Und zwar sieht das Ganze so aus. Das ist so ein Mittelding, würde ich sagen, zwischen Bluebricks Realismus und Lego Verspieltheit. Also es sind wieder ein bisschen buntere Dächer, wie es auch bei Lego ist, wobei die eher blau sind bei Lego, so wie ich das erkenne. Hier sind sie in verschiedenen Rotfarben, mit ein bisschen Türkis obendrauf. Ja, ich weiß nicht, ob das mehr jetzt ein Spielset sein soll oder mehr ein Displayset. Das werden wir sehen, wie stabil das Ganze ist. Mir ist es aber eigentlich egal, weil spielen tue ich sowieso nicht. So, ich habe uns das nochmal alles aufgeschrieben, was wir haben. Wir haben Setname. Es sind die Medieval Stables, die mittelalterlichen Ställe, habe ich noch gar nicht dazu gesagt. Von Probricks, die PB96105 ist die Setnummer. Der Designer ist der Gregor. Wir haben 2265 Teile. Und die Besonderheit hier ist, wir haben Steine von GoBricks. Das ist nämlich der Fall hier. Das ist die Besonderheit. Deswegen hab ich eigentlich gute Hoffnung, dass die Qualität zumindest der Steine auf jeden Fall passt. Ich hoffe, der Rest passt auch, dass die Anleitung gut ist, dass das Ding sich überhaupt gut bauen lässt und auch, dass das alles da ist. Ja? Dafür kann ja dann GoBricks nichts, wenn die nicht richtig abgepackt werden oder vielleicht doch, je nachdem, wer es abpackt. Das Ganze wird in China abgepackt und verpackt und wird dann hier vom Steinchenshop dann ausgeliefert. Das ist, aber die haben es hier das Design in Auftrag gegeben oder bezahlt, die Designer bezahlt und dann praktisch die Sets in China packen lassen. Und das ist ein bisschen schief gegangen. Sowohl das mit dem Design teilweise bei manchen Sets. Ich glaube, diese Waldhütte da, die ist, muss recht katastrophal gewesen sein. Schlecht zu bauen, Bautechniken Mist. Und dann haben teilweise Teile gefehlt. Also da war die Qualitätskontrolle weder auf der einen noch auf der anderen Seite, weder beim Design noch beim Packen wirklich gut. Ich hoffe, das ist hier besser. Das ist nämlich der Punkt. Nach dem enttäuschenden Anfang haben sie die Sets auch deutlich reduziert angeboten. Ich glaube 30% reduziert, 25% oder 30%. Da habe ich zugeschlagen. Ende letzten Jahres war das, glaube ich, dass sie überhaupt erstmal auf den Markt gekommen sind. War, glaube ich, Oktober oder so. Und die Reduzierung kam dann relativ fix. Und da habe ich zugeschlagen, habe ich drei Sets gekauft. Und das ist jetzt hier eines davon. Machen wir mal auf. Was wir nicht haben, ist eine Bauschrittsortierung. Und was wir auch nicht haben, ist eine Anleitung, die fehlt hier auch. Was wir aber haben, ist hier eine nicht allzu gute Qualität der Box. Aber erfüllt ihren Zweck. Es sieht so eigentlich ganz hübsch aus. Man muss bloß ein bisschen vorsichtiger damit umgehen, beziehungsweise ich habe da gar nichts damit gemacht, es ist trotzdem so verwelkt, keine Ahnung. Ja, 2200 Steine muss man sortieren, Anleitung, ja, gibt es hier so ein Kärtchen mit einem QR-Code hinten drauf,
Und da ist dann die Anleitung zu finden. Genau. Die habe ich mir schon runtergeladen. 300 Megabyte oder sowas, wenn ich mich nicht täusche. 350, keine Ahnung. Ist ja auch egal. Ja, und halt hier unsere Tütchen unsortiert. Hier sind ein paar größere Plates drin. Keine Ahnung. Was haben wir hier? Hier haben wir irgendwie ein Ersatztütchen mit zwei Fensterläden. Da sind wohl falsche dabei bei den abgepackten oder die haben gefehlt. Ein weißes Pferdchen darf natürlich nicht fehlen bei Stellen, dass man wenigstens ein Pferd hat. Wäre schön gewesen, wenn vielleicht nochmal irgendwo eins dabei wäre, aber ich sehe jetzt hier auf den ersten Blick nichts. Hier ist ein einzelnes Fass. Ein einzelnes Teil, so ein Bracket. Oh, da sind noch mehr Teile. Und das sind so gummiartige Dinger. Ich denke, das ist für die Kutsche, wo das Pferd dann eingespannt wird. Vielleicht. Keine Ahnung. Nochmal ein Fass. Also die Fässer liegen offensichtlich einzeln hier drin rum. Warum dieser Bracket hier einzeln rumfährt, keine Ahnung, ob vielleicht doch irgendwie eine Tüte beschädigt ist. Naja, ich hoffe, dass alles dabei ist. Ich fange jetzt an zu sortieren, damit wir das Ganze jetzt auch hier starten können. Ich freue mich drauf. Bleibt dran. Bis dann. So, die Tüten sind ausgepackt, die Steine sind sortiert. Ich habe jetzt hier alles auf meine Tellerchen verteilt, ordentlich nach Steinesorten. Ordentlich. Irgendwie auf jeden Fall sortiert. Und ja, es ist doch einiges zusammengekommen, dafür, dass nur 2200 Teile sind. Sieht es nach fast mehr aus, finde ich. Aber es geht. Es geht auf jeden Fall noch. Ich muss bloß mir hier noch ein bisschen einen Platz freischaufeln. Der reicht hier nicht zum Bauen. Die Anleitung ist auf das Tablet geladen. Und ja, es kann beginnen, die Reise in mein erstes Probrick-Set, die Medieval Stables von Gregor. Hier steht es auch nochmal. Da haben wir es nochmal schwarz auf weiß. Also, jetzt geht's los. Ich bin gespannt, wie es wird. Die ersten paar Bauschritte liegen hinter mir, die ersten 16. Und inzwischen sieht es so aus. Wir haben jetzt schon ganz, 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 ganz viele solche einmal eins Rundfliesen hier angebracht. Und zwei, die ich auch noch anbringen sollte hier, laut Anleitung, die fehlen mir noch, weil ich nicht weiß, wo genau ich sie anbringen soll. Weil dieser Punkt ist hier in der Anleitung. Hier, der ist irgendwie abgeschnitten. Den kann ich da nicht erkennen. Das ist nicht abgebildet. Ja, schade. Ein Anfängerfehler, würde ich sagen, bei Anleitungsmachen. Kann mal passieren. Ich werde es schon irgendwo dann rausfinden, wenn es irgendwo fehlt, wird mir es hoffentlich auffallen. Und wenn es nicht stört, dann ist auch nicht schlimm, wenn sie halt dann einfach fehlen. Ansonsten, ja klar, GoBricks baut sich hervorragend, was das angeht. Ich meine, das ist jetzt gerade nicht so besonders spannend, hier diese Dinger da drauf zu machen. Aber ansonsten, alles ist bisher sehr gut verzahnt hier von der Grundplatte. Das funktioniert jetzt einwandfrei. Also so weit bin ich eigentlich so ganz zufrieden. So, kurzes Zwischenvideo. Wir haben jetzt Bauschritt 50 hinter uns gebracht. Und ja, so langsam gehen die Wände hier in die Höhe. Hier haben wir schon zwei Fensterchen in der Wand drin. Hier haben wir eine Laterne. Jetzt habe ich hier auch den Einsatzzweck dieser Gummischnüre. Das scheint mir hier einfach die Beschränkung zu sein, dass ein Zaun einfach für die Pferde.
Genau. Ja, also insgesamt finde ich es jetzt echt bisher recht spannend, auch zu bauen. Auch wenn natürlich jetzt im Prinzip halt eine detaillierte Mauer bedeutet, halt immer viel Kleinzeug, immer unterschiedlich ein bisschen gebaut. Aber man kommt natürlich nicht wahnsinnig schnell voran und ist jetzt nicht so spannend, aber spannend genug, dass es auf jeden Fall bisher nicht langweilig wird. Genau, hier geht irgendwie eine Treppe hoch. Hier kommen jetzt dann die Bögen für die Boxen. Das sind die Pferdeboxen hier. Und ich weiß nicht, ob hier auch nochmal eine oder zwei sind. Werden wir sehen. Aber so sieht es bisher aus. Und bisher bin ich durchaus zufrieden. Ich habe übrigens nicht gefunden, wo die zwei 1x1 Roundfliesen hingehören. Habe ich noch nicht entdeckt. Aber vielleicht taucht es noch irgendwo auf. So, weitere 50 Bauschritte weiter oder 52 Bauschritte weiter haben wir jetzt hier die andere Seite gemacht. Hier ist jetzt auch hat es auch solche Bogen drin. Also das sind jetzt keine genutzten Boxen. Da hat es eine Kiste mit Äpfeln, ein Fass mit einer Schaufel drin. Hier unten wächst ein Kürbis. Hier gehen wir es hin. Hier steht ein Tisch mit Laterne und zwei Hocker. Bisschen Pflanzen. Da außen noch ein bisschen Verzierung mit diesen Schildern. Hier ein bisschen Gestrüpp. Ein Eimer, ein Kessel. Ja, also wir haben das Ganze schon ein bisschen verziert hier. Auch hier das Grünzeug. Hier ist ein bisschen das Problem. Das ist nicht ganz so wie in der Anleitung gebaut, weil so wie es in der Anleitung geplant ist, würden sich da zwei Steine in die Quere kommen. Das sieht man sogar in der Anleitung, dass die sich überlappen, aber minimalst ein Problem. Dann lässt man halt entweder die Steine weg oder ich habe die Reihenfolge verändert und dann passt es auch schon wieder. Die Tür hat man die vorher schon gehabt, also von hinten aufmachen. Hier ist auf jeden Fall noch die Stalltür. Das war's und ich gehe jetzt ins Bett und mach morgen weiter. Weitere 50 Bauschritte weiter habe ich jetzt hier, das mal zur Seite, habe ich hier jetzt erstmal ein Dach gebaut. Also oder erst abgeschlossen haben wir das hier, das haben wir als erstes gebaut. Hier praktisch das obere Stockwerk hier, da geht die Treppe hoch. Wo genau das platziert werden muss, ich glaube hier, aber sicher bin ich mir nicht. Ist egal. Und dann haben wir hier dieses Teil, der Dach hier von den zwei Stellen hier, da kommt nichts mehr oben drauf. Hier mit schönem Pferdekopf angedeutet. Das finde ich eigentlich ganz witzig. Das größte Problem bei der Anleitung ist übrigens eigentlich das Erkennen der Farben. Das ist immer ein bisschen schwierig. Das ist nicht immer so hundertprozentig klar, gerade bei den verschiedenen Brauntönen. Da bin ich manchmal am Rätseln und muss genau reinzoomen, ob da jetzt ein Farbunterschied zwischen den zwei Steinen, die da abgebildet sind, abgebildet ist oder nicht. Aber ja, so grundsätzlich geht's. Es ist nicht immer ganz eindeutig. So, und dann haben wir hier so eine kleine Wohnstube, hier mit Essen auf dem Tisch, ein Fass, ein Sack. Eine Truhe mit zwei Goldstücken drin, vier Stühle.
Ich denke mal, das kommt irgendwo hier in die Mitte. Hier irgendwie. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. So ganz zuordnen kann ich es noch nicht, aber das ist auf jeden Fall gerade das, woran ich hier sitze. Und weitere 50 Bauschritte. Wir sind jetzt bei Bauschritt 204, habe ich jetzt gerade hinter mich gebracht. Und jetzt steht da im Prinzip schon das Wohnzimmer sozusagen. Ja gut, Wohnzimmer, das sind Äxte hier im Werkzeugregal. Aber ansonsten auf jeden Fall, ja gut, steht halt ein Esstisch drin. Ja, was soll ich sagen? Auch hier haben wir wieder diese Pferdekopfverzierung hier am Ende vom Dach. Das ganze Ding hat man hier drauf gesetzt und ich habe gedacht, oh, das ist ja schon ganz schön wackelig, wie das drauf sitzt. Und dann wurde hier noch diese Verbindung geschaffen. Das ist hier einfach so, das ist hier so C-Clamp. Und hier unten ist es festgemacht. Ich habe mich schon gewundert, für was hier das Ding ist, da unten. Ich habe mich vorhin schon gewundert, für was das ist. Einfach hier, zack, weil das hier wackelt. Wenn ihr das mal anguckt, so wackelt es halt rum. Und wenn ich das jetzt hier am besten mit zwei Händen dann festnoppe, sitzt es einwandfrei. Das finde ich eine sehr gute Idee, gefällt mir wirklich gut. Ist sehr schlau gemacht und damit ist stabil. Und wenn ich es abnehmen will, dann muss ich es halt hier lösen und dann kann ich es auch abnehmen. Also grundsätzlich auf jeden Fall sehr schön überlegt und dann kann ich auch unten reingucken. Ist natürlich nicht ganz so simpel, wie wenn ich es einfach abnehmen kann, wie bei den meisten Modulars. Aber so finde ich es auch okay. Genau. Also das ist jetzt hier, das war es jetzt bis Bauschritt 204. Jetzt kommt hier als nächstes das Dach. Das wird ähnlich gebaut wie hier das untere. Und wie es dann weitergeht, sehen wir dann. Aber wir sind schon ziemlich gut hier. Es sind schon ziemlich viele Steine verbraucht. Es kommt eigentlich nicht mehr allzu viel. Ich denke mal, am Schluss kommt hier vor allem noch das Grünzeug. Und da hinten sind noch die Dachfliesen, genau, aber ich denke, wir machen ordentlichen Fortschritt. Das Dach ist jetzt auch drauf und so langsam geht es in den Endspurt, würde ich sagen. Aber ich habe jetzt auch so langsam mal so das ein oder andere Problem. Hier zum Beispiel beim Kamin. Den soll ich jetzt hier so aufsetzen. Aber da fehlt mir das Gegenstück hier zu diesem Hinge. Habe ich nicht. Keine Ahnung. Fehlt mir. Und tatsächlich habe ich. Ich habe jetzt gerade hier so meine Steine, die hier so rumliegen. Alles durchsucht, ob ich sowas habe. Ich habe sowas nicht. Das kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Aber ich finde es gerade nicht. Keine Ahnung. Und hier, die sollte eigentlich auch so ein Rot sein. Die 1x3er Fliese. Habe ich nicht gefunden, aber da schwarz in dem Dach auch vorkommt, habe ich es halt jetzt schwarz gemacht. Passt nicht ganz. Vielleicht muss ich die noch austauschen, dass das Schwarz dann da unten ist und das Rot da oben, weil das ist ja ein Farbverlauf. Vielleicht habe ich es auch irgendwo falsch eine angebracht, dass ich zum Beispiel hier irgendwie eine rote wo angebracht habe, wo eine schwarze hingehört oder sowas. Naja, egal. Ich im Moment lasse es so. Aber so langsam nervt es mich ein bisschen, wobei ich jetzt hier nicht sagen kann, dass es einfach gefehlt hat, sondern bisher kann es auch einfach sein, dass ich es verschlammt habe. Halte ich alles für möglich.
Aber ich hatte auch ein einzelnes Teil im, hatte auch einzelne Teile in der Schachtel ohne Tüte. Vielleicht ist es auch davon eins gewesen und deswegen nicht mehr da. Ich weiß es nicht. Aber naja. Also ich baue das jetzt ohne den Kamin, beziehungsweise ich baue den Kamin jetzt fertig und tun halt nicht aufs Dach setzen. Und dann muss man weiter schauen, wie es dann am Ende aussieht. Und hier stehen sie, die mittelalterlichen Ställe von Proprix, die 96105 Design vom Gregor, 2200 und irgendwas Teile, irgendwie so. Paar von den Teilen fehlen mir, dazu kommen wir gleich. Aber ansonsten, das passt soweit. Ich habe übrigens jetzt auch hier, mir hat es keine Ruhe gelassen, ich habe den Kamin hinten angebracht, ich habe doch noch ein so Teil gefunden, wenn auch nicht in der richtigen Farbe, zeige ich euch gleich. Also als allerletztes haben wir hier die Kutsche und das Hotte-Hü gebaut. Also das hat hier so eine blaue Decke über dem Rücken. So muss man es zumindest interpretieren, sonst hätte es plötzlich einen blauen Rücken. Das ist auch ein bisschen seltsam. Da ist ein Ritterhelm, ein Schwert, ein Schild und eine Kiste drin. Ja, das ist halt hier eine Kutsche und davor kam der Baum hier und hier hatte ich tatsächlich dann Probleme mit fehlenden Teilen und zwar hier vorne sieht es noch alles okay aus, hier hinten habe ich dann hier ein Blatt mit nur mit hellgrünen Blättern zwei Stück und hier fehlen mir diese großen Blätter komplett. Also mir fehlen so, ja, ich würde sagen, 12 von diesen dunkelgrünen Blättern hier. Und hier habe ich dann die hellgrünen statt den dunkelgrünen verbaut. Und deswegen habe ich da hinten gar keine. Ja, wenn ich so rum hinstelle, sieht man es nicht, das ist egal. Aber hier fehlen mir die einfach. Gut, mir ist Grünzeug nicht so wichtig, aber ich ja, muss mir überlegen, ob ich da noch beim Steinchenshop mal nachfrage, ob sie mir den nachsenden können, ob sie dann vielleicht noch welche haben oder so. Andererseits, wie gesagt, ist mir es nicht so wichtig, aber ja, ansonsten, wie gesagt, bin ich mir immer noch nicht sicher, ob ich da falsch gebaut habe. Ich habe zwei von diesen Fliesen übrig. Eine dunkelblaue. Ich weiß gar nicht, ob die irgendwo jemals zum Einsatz kam. Kann ich mich gerade nicht erinnern, weil vielleicht ist da einfach eine falsche reingerutscht, statt so einer, die mir hier fehlt. Oder ich habe mich irgendwo verbaut, habe ich ja schon gesagt. Das kann natürlich sein. Und hier hinten am Kamin habe ich jetzt hier halt so ein anthrazitfarbene Hinge-Aufnahme oder ich weiß gar nicht, wie man dieses Ding nennt. Keine Ahnung. Das kommt aus meinem Bestand, das war auch nicht dabei. Das hätte in Weiß hier dabei sein sollen. Naja, aber ansonsten. Aber auf jeden Fall, jetzt seht ihr mal den fertigen Kamin auf dem Dach, das passt soweit. Ja, ansonsten, ich finde es ein erstaunlich gelungenes Set. Also ich finde es wirklich hübsch. Ließ sich über große Strecken einwandfrei bauen. Also für so ein Debüt hier als neuer Anbieter auf dem Glemmbausteinmarkt finde ich das wirklich ein gelungenes Set. Ja, das sollte man nicht dran ziehen. Hier an dieser Befestigung, die habe ich ja euch vorher gezeigt. Gerade mal wieder abstellen und das Screen wieder hier hin machen. Beziehungsweise jetzt nehmen wir gerade mal das obere nochmal ab. Kann man da unten nochmal reingucken. Ah, da ist ja gar nichts drin. Ah, ich bin ja dumm.
Da ist zwar eine Tür da hinten, aber da hinten ist ja gar nichts. Das ist ja das Witzige. Da unten ist ja im Prinzip nur die Tür, wo man von außen praktisch in die Stelle reinkommt. Aber da hinten ist ja dann auch nur offen. Und ins Haus kommt man ja hier über die Treppe, hier Außeneingang, hier rein. Und dann hat es da halt so einen kleinen Aufenthaltsraum, wo man was essen kann, wo noch ein bisschen was gelagert ist, ein bisschen Werkzeug drin. Witzig finde ich hier diesen Brickbill-Raben oder was das sein soll. Auf jeden Fall hier das Vögelchen. Die Pferdekopfe hier an den Dächern als Verzierung finde ich hübsch. Und hier diese lustigen Gummidinger da als Zaun. Genau die gleichen gibt es hier nochmal in Silber drin. Ich glaube, die waren ursprünglich eingepackt und haben sie gemerkt, das passt nicht. Also ein Metallzaun ist jetzt hier falsch. Da müssen eigentlich Schnüre gespannt sein und deswegen haben sie die, denke ich, noch ausgetauscht. Keine Ahnung. Also das ist jetzt hier meine Vermutung. Also die sind auf jeden Fall übrig. Und genauso wie die paar Teile, die noch übrig sind. Wie gesagt, hier die zwei. Ganz am Anfang habe ich in der Anleitung nicht erkennen können, wo man die noch hätte aufnoppen sollen. Keine Ahnung. Ich habe es jetzt dahin gedacht. In der Anleitung werden sie, muss man sie raussuchen zum Aufnoppen irgendwo, aber dann wird nicht angezeigt, wo. Und ob ich hier irgendwas vergessen habe, noch zu bauen, ganz ausschließen kann ich es nicht. Manchmal macht man ja auch Fehler, aber ansonsten ist es relativ gut abgezählt. Wie gesagt, nur hier die Blätter vom Baum, da fehlt mir noch ein bisschen was. Ja. Aber grundsätzlich, ich finde es ist relativ stabil. Jetzt nicht super stabil. Die Sachen sitzen noch relativ locker hier auf. Hier ist zum Beispiel nur eine Noppe hier für dieses Teil. Aber ich denke, naja, intensiv bespielen würde ich es jetzt wahrscheinlich nicht. Ich sage es mal so. Aber es ist völlig in Ordnung. Weiß gar nicht. So sitzt es besser. Bin mir nicht ganz sicher. Aber ein kleines Kind würde es jetzt nicht geben. Aber wenn man ein bisschen größer ist und hier ein bisschen verantwortungsvoll mit umgehen kann, finde ich, das könnte man das auch durchaus hier als Pferdehof für ein Kind zum Beispiel sich vorstellen. Ja, vielleicht. Ja. Das Pferd hier ist ein bisschen schmutzig. Keine Ahnung. Das war eigentlich extra verpackt. Aber dafür hat es hier einen Druck. Das ist übrigens der einzige Druck hier im ganzen Set. Hier der Pferdekopf. Wahrscheinlich kein GoBricks-Pferd, wahrscheinlich von irgendwo anders eingekauft und deswegen hat es einen Druck, keine Ahnung. Ist nur jetzt eine Vermutung gewesen hier von mir. Ja, also, das ist unsere Ställe. Ich bin sehr zufrieden mit dem Bau, mit dem Set. Mir gefällt es. Schreibt mir in die Kommentare, wie es euch gefällt, weil ich finde es eigentlich ganz cool. Es ist natürlich nicht dieses realistische Mittelalter wie bei der Burg Blaustein, aber so grundsätzlich finde ich es eigentlich gar nicht schlecht. Es fehlen noch ein paar Figuren, dass man hier auch noch einen Schmied und vielleicht einen Ritter hier, wo wir schon dann eine halbe Ritterrüstung drin haben im Anhänger. In der Kutsche nennt sich das Ding. Wäre das vielleicht auch ganz passend. Ja, ein Pferdepfleger, ein Bauer, was auch immer, ein Schmied. Auch wenn da kein Amboss oder so steht, das würde jetzt hier vielleicht auch noch ganz gut passen. Aber grundsätzlich sowas könnte ich mir jetzt hier noch vorstellen. Das wird das Ganze dann komplett machen.
Nichtsdestotrotz, für mich finde ich ein guter Einstieg hier von Probrix. Also einer von vielen. Also der hier ist zumindest gelungen. Da hat der Gregor wirklich schöne Arbeit geleistet. Und von mir gibt es da durchaus einen Daumen nach oben. Apropos Daumen nach oben. Ich freue mich natürlich auch über Daumen nach oben unter meinem Video. Über Abos, über Kommentare. Ihr wisst ja, das Übliche halt. Ein weiteres Set ist gebaut. Viele weitere warten im Baustau auf mich und damit genug Futter für den Kanal. Ich hoffe, ihr schaut dann beim nächsten Mal wieder rein, wenn ich das nächste Set aus dem Baustau gezogen habe. Ich wünsche euch mit euren eigenen Bauprojekten viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Euer Axel. Tschüss.